Hallo Jungs, ich melde mich heute mit meinem aktuellen Auto, der Passat Variant Highline 2.0 TDI 4Motion. 4Motion bedeutet Allradantrieb. Das ist der Passat in der 8. Generation, der 2014 in Produktion gegangen ist. Und ja, der Passat ist ja wirklich nun kein Exot, den man sehr selten auf der Straße sehen würde, sondern man sieht ihn im Gegenteil eigentlich sehr oft auf der Straße. Und der Passat, wenn man alle Varianten zusammenzählt, gehört wirklich zu den am häufigsten gebauten Fahrzeugen. Sind schon knapp an die 20.000 Fahrzeuge von gebaut worden, wenn man all die verschiedenen Varianten, die es in verschiedenen Ländern in Nordamerika oder in China insbesondere gibt, zusammenzählt. Und damit gehört der VW Passat sicherlich zu den Top 10 der meistverkauften Fahrzeuge auf der ganzen Welt. Ja, Besonderheit bei dem Auto ist, dass es der Variant ist zum einen. Vom Variant werden ungefähr 70% der Fahrzeuge verkauft, zumindest in Deutschland. Also die Limousine spielt da eher eine geringere Rolle mit nur 30% Anteil. Und die meisten Fahrzeuge vom Passat werden gewerblich zugelassen, sind also eher so die Dienstfahrzeuge und ja, sind ungefähr 86% aller Fahrzeuge, die zugelassen werden, sind gewerblich. Ja, den Passat werde ich euch jetzt mal zeigen. Charakteristisch für den Passat Highline sind insbesondere die LED-Scheinwerfer. Man erkennt die auch an dem LED-Tagfahrlicht, was ich jetzt hier im Moment gerade anhabe. Und die LED-Scheinwerfer, die zeichnen sich natürlich aus durch lange Lebensdauer, wenig Energieverbrauch. Und die Besonderheit bei dem hier ist auch, dass er das automatische Fernlicht hat. Das heißt, man kann immer mit Fernlicht fahren und die Fahrzeuge, die einem entgegenkommen, werden dann automatisch ausgeblendet, sodass es nicht zum Blenden kommt. Weiterhin charakteristisch für die Highline-Ausstattung sind die diversen Chrom-Applikationen. Ich kann das mal zeigen, also insbesondere hier oben oberhalb der Scheinwerfer, hier unten am Spoiler oder auch am Längsträger. Und auch serienmäßig sind die 17 Zoll Alu-Räder, die jetzt hier auch auf dem Auto verbaut sind, die übrigens bei VW London heißen. Und dann gibt es in der Highline-Ausstattung noch diese silberne Dachreling. Ja, das ist wie gesagt der 2 Liter TDI mit Allradantrieb. Das ist ein 2 Liter TDI SCR, das bedeutet, der hat also auch die Harnstoffeinspritzung und hat dadurch auch im Tank, ich kann das mal zeigen, einen Einfüllstutzen für den Harnstoff. Das ist dieses AdBlue, was hier blau gekennzeichnet ist. Hat ungefähr eine Reichweite, also jetzt zeigt er mir im Moment noch Reichweite von 8000 Kilometer an. Ich kann gar nicht genau sagen, wie viel man nachfüllen muss und wie lange es dann reicht. Jedenfalls mit dieser Harnstoffeinspritzung erfüllt der Passat die Euro 6 Norm. Ja, Höchstgeschwindigkeit mit der Motorisierung 213 Stunden. Yeah.
So, ich bin jetzt unterwegs in dem Passat Variant Highline 2.0 TDI 4 Motion. Der Passat hat als eine Besonderheit ein sogenanntes Zentrifugalpendel am Zwei-Massenschwungrad. Ein wesentlicher Grund, warum ich das Auto im Moment auch fahre und nochmal bewerte. Die Besonderheit von diesem Zentrifugalpendelabsorber am Zwei-Massenschwungrad ist, dass zusätzlich zu den Federpaketen, die also zwischen Primär- und Sekundärseite die Drehschwingung des Motors ausgleichen, gibt es hier noch drei Massen, die an dem Zwei-Massenschwungrad angebracht sind, die schwingen können. Und zwar produzieren die eine Gegenschwingung zu den Drehunförmigkeiten, die jeder Verbrennungsmotor üblicherweise hat. Und das führt zu einer sehr, sehr guten Dämpfungscharakteristik. Und die üblichen Vibrationen oder Brummgeräusche, die man insbesondere bei sehr, sehr niedrigen Drehzahlen hat, die werden hervorragend weggedämpft. Also es ist schon ein Komfort-Feature, was zu sehr guten Geräuschverhältnissen führt. Ich fahre also jetzt zum Beispiel hier auf der Autobahn mit etwas über 80 Stundenkilometer im sechsten Gang und wenn ich Vollgas gebe, das Auto ist sehr, sehr ruhig, sehr leise, keine Vibration, gerade bei dieser Kombikarosserie, die ja auch einen sehr, sehr hohen, sehr, sehr großen Innenraum hat. Lange Flächen am Dach zum Beispiel oder die Seitenteile, die üblicherweise dann bei niedrigen Drehzahlen anfangen zu schwingen, entsprechend Geräusche zu machen. Das hat man hier in dem Auto überhaupt nicht, weil die Anregung durch diese Fliehkraftpendel am Zwei-Massen-Schwungrad sehr, sehr gut weggedämpft werden. Man sieht dieses Fliehkraftpendel an zwei Massenschwungrädern immer häufiger in der Industrie. Das haben also immer mehr Autos. Insbesondere die höherpreisigen Fahrzeuge haben das, weil doch auch die Anforderungen, was Geräusche und was Brummen und Vibrationen angeht, immer höher werden. Es gibt diese Fliehkraftpendel, gibt es mittlerweile auch im Butler für Automatikgetriebe. Oder, was jetzt so langsam in den Markt dringt, auch an der Kupplung, was dann allerdings nicht ganz die Leistung hat wie ein Zwei-Massen-Schwung. Das Fahrwerk von dem Passat der neuesten Generation ist durchaus sportlich. Ich würde schon fast sagen, es ist sogar für meinen persönlichen Geschmack zu hart. Gerade so der erste Federweg bei Vorgängern war die Auslegung noch deutlich komfortabler. Und die finde ich jetzt hier in der neuesten Generation vom Passat grenzwertig. Ja, also
Also man hat das Gefühl, dass gerade auf unebenen Straßen der gesamte Aufbau so in sich immer so ein bisschen in Bewegung ist und vibriert. Und das empfinde ich jetzt nicht als souverän und komfortabel, wie ich das von einem Passat erwartet hätte. Ansonsten das Fahrverhalten natürlich absolut sicher. Sehr spurtreu, auch bei hohen Geschwindigkeiten. Das macht der neue Passat deutlich besser als die Vorgänger. Die Vorgänger waren doch immer ein bisschen schwammig unterwegs und der gerade Auslauf nach meinem Geschmack nicht immer so optimal. Das ist jetzt wirklich hervorragend. Also auch bei höheren Geschwindigkeiten ist man da sehr, sehr entspannt unterwegs. Ich bin jetzt unterwegs in dem Passat Highline mit LED-Licht. Ich würde hier ganz gerne mal kurz demonstrieren, wie das LED-Licht funktioniert und wie das Licht, wenn das automatische Fernlicht eingeschaltet ist, um entgegenkommende oder Fahrzeuge, hinter denen man herfährt, drumherum geleuchtet wird. Man kann jetzt links beispielsweise, jetzt hat das Auto links wieder aufgeblendet, also das Licht wird um das vorausfahrende Fahrzeug herum geleuchtet und das Fernlicht wird immer runtergefahren auf der linken Seite, sobald ein Auto entgegenkommt. Erkannt wird es durch das Kamerasystem, was in der Windschutzscheibe hinter dem Rückspiegel montiert ist. Der Passat wird übrigens, also die europäische Variante des Passats, und man muss dabei auch sagen, es gibt noch diverse Varianten in Nordamerika, gibt es eine ganz eigenständige Variante des Passats, die auch ein bisschen optisch anders aussieht. Und es gibt noch mal eine separate Variante in China, die auch in China gebaut wird. Und die Passat, die in Europa fahren werden, wurden entweder in Zwickau oder in Emden gebaut. Also beide Passatwerke in Deutschland. Ja, und so viel zum VW Passat. Wenn es euch gefallen hat, würde mich das sehr freuen, wenn ihr auch mein Video liked. Und da würde ich sagen, bis zur nächsten Autovorstellung. Been a minute since we kicked it, you've been caught up with them hitters.